Hallo. Hallo Flix. Hallo Xixin, ich schreibe, ich bin wegen dir vegan geworden. Das ist sehr schön, wegen deinem guten Verstand. Freut mich, dass ich einen Beitrag geleistet habe. Hallo Flussi, schön, dass du da bist. Hallo Twitch und TikTok. Ich bin heute zum ersten Mal auf beiden Plattformen gleichzeitig live und wir sind sehr gespannt, wie das funktioniert. Ich werde im Hintergrund geduldigerweise und netterweise mit Kartoffelpüree bekocht und das ist sehr schön. Trish Kali, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Scheint beides nice zu funktionieren. Ja, ich hoffe es. Ich habe auch meine Kopfhörer wieder ausgekramt. Es nervt ein bisschen, dass der Twitch-Chat. Oh, den kann ich als Pop-up haben. Oh, das wird viel gemütlicher. Haha. Das ist jetzt viel besser. Oh Gott, auf TikTok geht's ja ab. Okay, wir versuchen das einfach auszublenden und uns auf Twitch zu konzentrieren. Ich mache heute Debatten auf dem größten veganen Discord-Server der Welt, discord.gg/veg. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und ich gehe da direkt rein. Und ihr könnt gerne reinkommen, mit mir diskutieren. Wenn ihr noch nicht vegan seid, schaut euch unbedingt den Film Dominion auf der Seite an3x.org an. Vielen, vielen Dank, Moetri, für deinen Sub. Und danke auch an Lefüt-Trix, dass du heute Morgen gleich ein Abo da gelassen hast, noch beim Teststream. Ich boykottiere TikTok. Besser so wahrscheinlich. Besser so. Habe ich hier nicht gesagt, TikTok. Sperrt mich nicht. Ha. Okay. Ich komme gleich rein auf die Stage, Eugen. Ich komme gleich rein. Hallo Discord. Genau, discord.gg/veg an TikTok, das ist hier und für Twitch, das ist da. Da bin ich jetzt live. Die Musik ist euch wahrscheinlich ein bisschen zu laut. Bitte meldet euch, wenn irgendwas zu laut ist. Und hübsch siehst du heute wieder aus. Vielen, vielen Dank. Almanaxi freut sich über die Wartemusik. Nur für dich. Nur für dich, Almanaxi. Lass mich kurz dabei teilnehmen. Ja, Emo Sahid, für dich gelten gleiche Regeln. Komm einfach rein. Discord, heb dein Patschepfötchen so. Und dann nehme ich dich zur Debatte dran. War richtig. Nö, genau richtig war die Musik. Das ist schön. Okay, dann mache ich sie wieder ein bisschen lauter. Bitte bann mich. War sie nicht? Nein, du wirst erst gebannt, wenn du gegen Menschenrechte und/oder gegen Tierrechte wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt schreibst. Patschepfötchen, so ist das. So, wir haben schon ein paar Leute, die zuhören auf Discord. Während wir warten, können wir uns die Wartezeit auf die ersten Menschen vertreiben, indem ihr einfach mal sagt, ob ihr findet, dass man Rosalinde essen darf oder nicht. Schreibt mal eine Eins im Chat, wenn ihr findet, dass Tiere Ware sind. Eins im Chat, wenn das einfach nur ein Stück Objekt ist, jedes Tier. Und eine Zwei im Chat, wenn ihr findet, dass wir Tiere, wie unsere kleine Rosa hier, respektieren sollten. Ich finde nämlich, wir sollten Tiere respektieren und ihnen Rechte geben, zumindest das Recht, nicht versklavt und missbraucht zu werden. Wenn ihr das genauso seht, dann lasst jetzt einfach eine 1 im Chat, eine 2 im Chat. Und wenn ihr findet, dass Tiere Ware sind, dann schreibt eine 1. 1 für Ware, 2 für Tiere respektieren. Yannick findet ernsthaft, Tiere sind Ware. Alessio findet, Tiere sind Ware. Rico findet, Tiere sind Ware. Ihr seid alle erbärmlich und das ist ganz, ganz schlimm und erbärmlich. Es ist nicht okay. Gut. Alle, die jetzt eine 1 geschrieben haben, können hier auf den Discord kommen. discord.gg/veg und mir einfach beweisen, wie sie diese Gewalttaten begründen.
Wenn ihr euch das nicht traut, seid ihr einfach die Loser. So, schreibt mir mal in den Chat, was ihr heute schon gegessen habt. Ich habe schon wieder Chana Masala gegessen, wir hatten immer noch was übrig. Und Vollkornnudeln war voll geil. Voll geil. Gar nichts, Flix, du musst was essen. Ragebaiterin. Ich weiß nicht, was an Bait schlecht ist, um Leute darauf aufmerksam zu machen, dass Tiersklaverei nicht okay ist. Dann ist Bait immer gut. Leberkäse-Semmeln gibt's auch in vegan mittlerweile. Militantes Urschloch. Ich weiß nicht, was ein Urschloch ist. Naja. Lecker Döner. Wow. Geistreicher Beitrag. Geistreicher Beitrag. Gut, gucken wir jetzt mal, ob die zweite Art auch funktioniert hier. Ich zeige euch mal, warum Vegetarier Tierquäler sind. Bevor wir die ersten Personen hier rannehmen. Huch, guckt mal. Kann ich das verschieben? Ja. Findet ihr das okay? Dass man jemanden sexuell belästigt und ihn seine Milch stiehlt? Ich finde das nämlich falsch. Das ist Tierquälerei und deswegen bin ich vegan. Weil ich möchte nicht, dass jemand so an meine Brüste geht. Hm? Und das machen Vegetarier. Schreibt mal eine 1 im Chat, wenn ihr das voll okay findet, TikTok. Dass man an jemandes Brüste geht, um seine Milch zu stehlen. Und eine 2 im Chat, wenn das nicht okay ist. Weil diese Brüste gehören nur der Kuh. Richtig? Richtig. Brüste gehören nur der Kuh. Wow, es gibt wirklich auch auf Twitch Leute, die schreiben, dass es okay ist. Busfahrer finden es okay, Kühe sexuell zu belästigen. Ihr seid wirklich erbärmliche Nüsse. 1, wer noch Muttermilch konsumiert. Es ist Muttermilch. Milch von Kühen ist Muttermilch. Mutschri, vielen, vielen Dank für 2 Subs, die du vergiftet hast. Wow, das macht keinen Sinn. Du hast sie nicht vergiftet. Du hast sie verschenkt. Na, du weißt, was ich meine. Ja, Shaves, Pants. Okay, dieses CUM ist vegan, wenn es konsensuell abgegeben wird. Vielen, vielen Dank für deinen geistreichen Beitrag. Vielen, vielen Dank dafür. So, wir brauchen Meldungen. Discord.gg/veg. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, kommt auf die militante Stage und hebt dort euer Patschepfötchen. Und dann kommt ihr mit rein. Auch Schafsmilch vergessen viele Leute. Ich konsumiere nur Schafsmilch, hier und da mal. Ich zeige euch mal, wie Schafe geschwängert werden. Besamung. So, das hier sind sexuelle Übergriffe auf Schafe. Finde ich irgendwie nicht so cool. Finde ich irgendwie nicht so okay. Das hier, Injektion von gestohlenen Sperma in ein Schaf. Wie nennt sich das, wenn man das bei einer Menschenfrau macht? Aber da gibt es noch viel krasseres. Apparat. Sheep Insemination. Oh ja, hier. Ja, das machen Nicht-Veganer mit Tieren. Finde ich jetzt irgendwie nicht so bombastisch. Weiß jetzt nicht. Künstliche Befruchtung. Ja, es sind sexuelle Übergriffe. Ist nicht okay. Auch Veganer machen sowas. Das ist ja eine spannende Ansicht, Evenius. Wie machen Veganer denn sowas? Wie machen die das denn? Sag mal. Ja, auch für Ziegenkäse. So entsteht Ziegenkäse. Wisst ihr, was der Bauer dazu sagt? Der Bauer sagt, lecker, Tiere sind Ware. Und ich finde halt nicht, dass der Bauer recht hat. Findet ihr, dass der Bauer recht hat? Tiere sind Ware, ich versklav sie. Nein, ich werde Herbert Kickl nicht grüßen, aber ich grüße deine Mutter. Alles klar. Wie kann jemand Feminist sein und nicht vegan? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wer für körperliche Freiheit ist. So, ich habe vorher den 24 Tim recherchiert, weil ich mach bald über den was. Und der ist ja ständig auf Gay Prides und so unterwegs. So, körperliche Freiheit. Außer du bist eine Kuh. Dann wärst du in den Arsch Das darfst du hier nicht sagen, Bauer. Wir sind auch auf TikTok. Ach so. Ja, auf jeden Fall stecke ich meinen Arm in deinen Hintern und dann abmachst du bitte Sperma in deine Vulva und dann stehe ich in dein Kind und dann stehe ich in der Milch. Haha. Ja, das ist nicht so cool. Das ist nicht so cool. Lecker Fleisch, schreibt Items for Severus. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deinen geistreichen Beitrag. Ich fühle ja deinen Menschenhass, aber der Ansatz ist ein bisschen verkehrt, Shave Space Candy. Warum meinst du, dass mein Ansatz verkehrt ist und warum hast du noch einen Tierhass?
Warum hast du Tiere so sehr, dass du sie ins Schlachthaus schickst? Das ist ja die wahre Frage hier. Kühe, Schlachthaus. Also, ich stelle hiermit die Hypothese auf, dass Nicht-Veganer Tiere hassen müssen, um ihnen sowas anzutun. Das ist doch einfach nur grotesk. Warum sperrt ihr sie ein und nutzt sie als... Also, wenn das keine Sklaverei ist, was ihr hier seht... Das müsst ihr mir echt mal... Was ist das denn sonst? Wenn das nicht Hass ist, was ist es dann? Liebe ist es sicher nicht. Also man kann nicht sagen, dass man Tiere liebt und Tiere an Orte einsperren, wo sie versuchen auszubüchsen und davonrennen. Also wo ist das Liebe? Hat nichts mit Hass zu tun, The Truth Error 707. Was ist das dann? Ist das Liebe? Jemanden zum Schlachthof zu deportieren. Hubashi, vielen, vielen Dank für 500 Bits. Vielen, vielen, vielen Dank. Mögest du einen schönen, von Tofunia gesegneten Tag haben. Das hier ist kein Zeichen von Liebe. Nicht-Veganer sind Tierversklaver. Hallo, liebe Leute. Alex, Fortu, Alex. Hallo. So, discord.gg-veg. Da haben wir jetzt schon 10 Zuhörer. Und wer mit mir diskutieren möchte, auch an TikTok, ganz wichtig, die vielen Leute, die gerade hier auf TikTok sind, discord.gg-veg, kommt da rein und diskutiert mit Kuromelfi. Vielen, vielen Dank für deinen Sub. Das ist sehr süß von dir. Veganes Küsschen auf das Nüsschen. Du übertreibst, Galogev. Okay, wo übertreibe ich? Ich setze mich dafür ein, dass ihr keine Tiere zu Ware degradiert und du sagst, ich übertreibe. Du steckst sie aus Geschmacksgründen, fühlende Individuen, in dein Gesichtsloch. Also ich finde das, was du hier siehst, eher übertrieben. Wir schieben mal den Chat hier rüber. Ich weiß nicht, ich finde eher sowas übertrieben. Gut, ich kann das auf TikTok nicht ganz zeigen, deswegen nur so ausschnittshalber. Ist eher schon nicht eh besser so. Aber die Deportation von fühlenden Individuen in Schlachthaus, das finde ich übertrieben. Die Nutzung von Tieren als Ware, wie hier, das finde ich... Würdet ihr Hunde und Katzen auch so behandeln lassen? Das ist halt die Frage, die sich am Ende des Tages stellt. You opened a hype chest. Open to see your reward. Ich weiß nicht, was ein hype chest ist. Ich habe irgendein Reward bekommen. Guten Abend, The Real Daza. Hallo, wir machen das erste Mal Dual-Stream und ich weiß noch nicht, ob ich mich hier so wohl fühle, weil der TikTok-Chat ist einfach... Wild. Ihr würdet auch Katzen und Hunde essen. Das ist ja toll. Ich sehe auch bei TikTok gar nicht, wie viele Leute gerade live sind. Könnt ihr mir das sagen? Also ich sehe hier Zuschauerinnen insgesamt 2100, aber so viele sind ja gerade wohl nicht live, oder? TikTok, schreibt mal bitte in den Chat, wie viele Leute hier gerade zusehen. Der Chat geht nämlich sehr schnell und ich bin dezent überfordert. Mimi Pimmel... Mini Pimmel, just subscribe. Vielen Dank, Mini Pimmel. Es kommt hier auf die Größe an, es kommt drauf an, dass du keine Tiere versklavst. Mini Pimmel, ganz einfach. 644, okay, weil das überfordert, das steht hier komisch, wirklich ganz komisch in diesem System da. Ach, das ist. Nee, das kann ja nicht sein. Naja, wie dem auch sei. Ich habe diesen Emote bekommen. Jetzt kann ich Tierquäler vermöbeln. Das ist wunderschön. Raffaela einfach stabil. Gut, Leute. Discord.gg-VEG. Was seid ihr denn heute so schüchtern? Kommt und debattiert mit mir. Discord traut sich nicht. Hallo, Viktoria Sachse. Bist du schon vegan? Sonst führe ich jetzt einfach hier mit dir eine Debatte, Viktoria Sachse. Ich bin in Debattierstimmung. Come at me, Bro. Der TikTok-Chat ist ja der reinste Nobelpreisträger-Club. Absolut, Almanaxi, du sagst es. Das sind einfach nur IQ-300-Leute. Wirklich übertrieben. Vielen Dank, Kanubis, das weiß ich jetzt auch. Dankeschön. Guten Abend, Simon Michi. Ist es okay für dich, wenn du in Videospielen Tiere tötest? Ja, das habe ich schon öfters getan und das würde ich auch öfters tun. Ich erkläre dann aber auch immer den Leuten, die mir dabei zusehen, dass ich das nur in Videospielen mache. Weil man tötet ja in Computerspielen manchmal auch Menschen. Manchmal auch nicht unbedingt nur die Polizisten oder böse Leute, die dich angreifen. Also irgendwer, der dich wegsperren möchte oder Terroristen oder so. Wieso habe ich Polizisten gesagt?
Das würdest du in Real Life ja auch nicht machen. Und warum macht man das in Real Life nicht, aber in Computerspielen schon? Weil man möchte kein Mörder sein. Und genauso hat es sich bei dem Töten von Tieren in Spielen. Das kannst du gerne machen, aber halt nur im Spiel und nicht im echten Leben. Denn dieses Schweinchen hier, oh, das ist jetzt ein schöner Ausschnitt für TikTok. TikTok, seht ihr die Augen von diesem Schwein? Ich rede für euch extra primitiv, weil ich weiß, dass ihr auf TikTok ein bisschen doofer seid im Durchschnitt als auf Twitch. Seht ihr die Augen von diesem Schweinchen? Will dieses Schweinchen ins Schlachthaus? Schreibt mal eine 1 in den Chat, wenn ihr glaubt, dass dieses Schwein jetzt ins Schlachthaus möchte. Und schreibt eine 2 im Chat, wenn ihr vermutet, dass dieses Schwein genauso wie Rosalinde lieber in meinem Ausschnitt sitzt, als zum Schlachthof zu fahren. Ja? Okay, was für Idioten schreiben jetzt einfach 1? 1 im Chat, wenn ihr glaubt, dass dieses Schwein ins Schlachthaus will. 2 im Chat, wenn ihr glaubt, dass dieses Schwein lieber hier gekuschelt werden möchte. Vegane Schwester schreibt 2, weil sie recht hat. LV Baby schreibt 2. Ihr würdet alle gerne in meinem Ausschnitt sitzen. Ich glaube, das wird dann ein bisschen eng. Gut. Kuro Melfi schreibt 2. Osalan schreibt Rufzeichen, das ist keine Zahl. Naja. An alle Leute, die jetzt 1 geschrieben haben, ihr seid einfach gestörte Wesen, die Tiere versklaven. So, ich zeige euch jetzt mal weitere Schweine am Schlachthof. Da. Ist das schön? Ist das schön? Ist das schön? Ich finde das nicht schön. Ich finde, das ist nicht nur nicht schön, es ist einfach nicht okay. Sind nur Rippen, The Truth Error 707. Weißt du, was auch Rippen sind? An einem Schwein. Und ich möchte nicht, dass du meine Rippen zu Sparrows machst. Unschuldige zu ermorden ist nie schön, Veganophil. Sehr richtig. Sehr richtig. Oh, wir haben eine Meldung. Hallo, Pascha. Du wurdest drangenommen. Hallo. Hallo. Hab gerade deinen Stream gesehen. Okay. Und du bist ja vegan, ne? Ja, ich nehme mal an, dass du nicht vegan bist, ne? Nee, bin nicht. Warum nicht? Weil Fleisch halt gesund ist. Mhm, was ist, wenn, also erstens kannst du ohne Fleisch gesund sein und was ist, wenn Menschenfleisch gesund ist? Darf ich dann auch Menschen essen? Ja, nee, dann ist das etwas anderes. Das Warum? Sind zwei andere Sachen. Okay, und wo ist da so der Unterschied, dass wir Menschen nicht essen dürfen, wenn ihr Fleisch gesund ist, aber Tiere schon? Hä, das ist ja, hä? Das ist ja logisch, wieso? Weil Menschen haben halt mehr Gedanken, ne? Ja, du scheinst ein Paradebeispiel dieser vielen Gedanken zu sein, aber wenn wir jetzt einen Menschen mit etwas weniger Gedanken haben, mit so viel Gedanken wie ein Schwein, zum Beispiel ein kleines Kind oder einen behinderten Menschen, die ein bisschen weniger denken können, aber genauso fühlen können. Ein kleines Kind wird ja irgendwann erwachsen. Ja, aber es gibt zum Beispiel Wesen, behinderte Menschen, die trotzdem nicht über den geistigen Zustand eines Schweins hinauskommen. Darf ich die dann so behandeln, wie du Kühe oder Schweine oder Hühner behandeln lässt? Geistig. Woher weißt du, ob ein Mensch geistig nicht vorwärts kommen kann, wenn sogar Leute mit Down-Syndrom sehr kreative Menschen sind und sehr als sehr kreative Menschen gelten? Ja, ich sage auch nicht spezifisch was gegen Leute mit Down-Syndrom, aber ich glaube, wir sind uns ja beide einig, dass es Menschen mit sehr schweren geistigen Beeinträchtigungen gibt, die wahrscheinlich nicht über das geistige Niveau von einem Schwein oder einer Kuh hinauskommen, aber trotzdem leiden können, ja? Ja gut, kann eine Kuh Brot schneiden? Du, bevor wir jetzt zum Brotschneiden kommen, was übrigens wenigstens mal ein kreativer Take ist, bist du mit mir einverstanden, dass es Menschen gibt, die nicht viel klüger sind als Kühe oder Schweine? Nee. Also es gibt ja schwer behinderte Menschen, Menschen mit Alzheimer, die sich nicht mehr selbst anziehen können, die vielleicht den ganzen Tag nur im Bett liegen, die nicht mehr komplex denken können. Die können nur noch essen und trinken und vielleicht den Moment genießen und mehr nicht. Hallo? Also es gibt Menschen, um es auf deine Sprache runterzubrechen, die können nicht gut Brot schneiden. Die kriegen das geistig nicht hin, ein Messer zu heben und ein Stück Brot zu schneiden. Darf ich diese Menschen, die kein Brot schneiden dürfen, ins Schlachthaus schnicken und sie zerschneiden? Ja, aber das Ding, ne? Das ist das Ding. Menschen sind für
Hier, also zum Beispiel auch, es gibt Menschen, wo zum Beispiel jetzt Tiere dann nicht umbringen, sage ich jetzt mal. Aber ohne Tiere, jetzt wenn wir sogar früher noch hinausgehen, ne? So richtig früher, ein paar Millionen Jahren zurück. Wenn Menschen jetzt die Tiere nicht umgebracht hätten, dann die Tiere die umbringen. Das ist genau das gleiche jetzt. Wenn wir alle Tiere, wo jetzt gefährlich sind zum Beispiel, oder jetzt sagen wir, keine Ahnung, was kannst du einen Mensch umbringen? Okay, bevor wir jetzt zu dem nächsten Punkt springen, müssen wir zuerst den Punkt mit dem Brot schneiden abschließen. Wenn wir jetzt Menschen haben, die kein Brot schneiden können, darf ich die dann zerschneiden am Schlachthof? Nee. Okay, aber dann verstehst du, ist das ein Widerspruch? Das ist kein guter Eigenschaftsunterschied, weswegen man Mensch schützt, aber Tiere nicht. Ja. Ja, gibst du zu, dass das blöd war? Ein bisschen? Ja. Doppelfaul im Chat für die Ehrlichkeit, dass Brotschneiden kein guter Eigenschaftsunterschied ist, um jemanden ins Schlachthaus zu schicken. Okay, und dein nächster Punkt war, dass du gemeint hast, wir sind ja nur an diesem Punkt, weil wir zum Beispiel früher Tiere gegessen haben. Du, da gebe ich dir sofort recht, okay? Die Veganfrau von TikTok gibt dir recht, okay? Kannst du all deine Kollegen erzählen. Wir sind wirklich nur hierher gekommen, weil wir Kriege geführt haben, weil wir uns gegenseitig diskriminiert haben, weil wir Sklaverei geführt haben, weil Ausbeutung und Missbrauch auch zwischenmenschlich begangen wurde. Ist mir klar. Das ist ja trotzdem keine Begründung, eine Gewalttat fortzusetzen, nur weil sie in der Vergangenheit irgendwas geändert hat und uns zum heutigen Punkt gebracht hat. Du hast jetzt die Möglichkeit, reflektiert zu handeln. Dank all der Schrecken, aus diesen Schrecken und aus den Schicksalen von Unterdrückung und Gewalt zu lernen und ab jetzt gütig zu handeln den Tieren gegenüber oder zumindest ohne Missbrauch. Jetzt habe ich fast gar nicht verstanden, sorry, ich bin gerade so... Ja, okay, ich wiederhole es dir nochmal kurz. Nur weil etwas geschehen ist, auch an Menschenkrieg, was uns jetzt hierher gebracht hat, können wir auf Basis dessen ja nicht Menschen ins Schlachthaus schicken und auch nicht Tiere. Ja, aber das Ding ist, früher haben wir halt das gemacht, ne? Und jetzt sowieso vergessen wir nicht über den Nährstoff im... Also sowieso, du brauchst einfach die Nährstoffe oder willst du halt chemisch hergestellte oder was auch immer Vitamine nehmen. Also ich nehme eher Vitamine wie, ich glaube, Vitamin B12 war das oder so. Brauchst du halt in deinem Körper und das oder kaufst du jetzt Tabletten. Also ich persönlich würde nicht lieber leben, wo ich jeden Tag irgendwelche Tabletten nehmen muss. Ja. Also du musst Eisen, keine Tabletten nehmen, da bist du schon blöd genug. es gibt die Tiere, woher haben die denn ihr B12? Weißt du das? Das musste ich schon nicht wissen, ich esse die einfach. Wenn du sagst, du willst nicht chemisch zu dir führen und bloß keine Tabletten, dann muss ich dich darauf hinweisen, dass die Tiere, die du isst, auch Tabletten bekommen und etwas chemisch zugeführt bekommen. Das heißt, bevor du es einfach selbst durch eine Kuh schickst und die Kuh dann ermordest, versklavt und sie schrecklich darunter leidet, kannst du einfach selbst die Tabletten nehmen und das macht dich weniger blöd. Das spreche ich dagegen, weil ich in der Schweiz lebe und hier in der Schweiz gibt es Märkte, wo man zum Bauernhof selber gehen kann und der verkauft kein Fleisch, was so hergestellt wird. Ja, also alle Tiere in der Nutztierversklavungsindustrie bekommen Vitaminpräparate, Nahrungsergänzungsmittel. Das muss so sein. Die Tiere gelten. So was wie Tierversklavung nicht hier in der Schweiz meistens. Bevor wir jetzt zu diesem Punkt springen, möchte ich dich trotzdem darauf hinweisen und aufmerksam machen, dass alle Tiere in der Nutztierversklavungsindustrie mindestens Vitamin B12, meistens Jod, meistens Vitamin D, Vitamin K, Vitamin E und andere Stoffe zugefüttert bekommen, ganz abgesehen von den Schwangerschaftshormonen, die sie teilweise bekommen, um sie fruchtbarer zu machen. Also das ist etwas, was die Tiere quer durch die Bank bekommen und statt, dass wir es durch die Tiere schicken und dann die Tiere töten, können wir einfach selbst diese Nahrungsergänzungsmittel konsumieren. Okay, also das war der Punkt. Und jetzt der nächste Punkt mit der Sklaverei. Weißt du, was Sklaverei bedeutet? Weißt du das? Jemanden insklavieren, ja. Was heißt es denn, jemanden zu insklavieren? Was heißt das denn? Ah.
Sklaverei ist einfach, boah, wie soll ich das jetzt erklären? Wenn jemand ein Sklave ist, der alles besitzt, zum Beispiel bei Menschen, so besitzt er jemanden, wo jemand jetzt das machen muss, kommt drauf an, wie man Sklaverei sehen will. Genau, also historisch, tierisch, es gibt verschiedene. Es ja, gibt voll. Die Tiere, wo jetzt eingeschlossen sind in einen Raum. Es gibt keine Ahnung, was auch immer. Also die Definition von Sklaverei lautet, in kompletter rechtlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit von jemandem zu leben. Und allein wenn ich in Google Tierhaltung Schweiz eingebe, unabhängig davon, wie genau ich das jetzt recherchiere, muss ich eigentlich keine Bilder zeigen, weil selbst bei jedem Bauern, egal wie frei die Tiere sind, gelten sie als Ware, als Lebendware. Und Lebendware ist im Endeffekt die Definition von Sklaverei. Ja? Wir haben hier jetzt Bilder, auch aus der Schweizer Tierhaltung. Und das sind einfach natürlich Sklavenbetriebe. Diese Tiere gelten als Ware. Es gibt genügend Skandale, auch in der Schweiz. Und selbst unter den besten Bedingungen. Hast du kein Mitleid mit den Tieren? Möchtest du die nicht respektieren? Nö. Du möchtest Tiere nicht respektieren? Also kommt drauf an, welche Tiere, ne? Findest du, hat ein Huhn Respekt verdient? Nee. Nein, also ich darf ein Huhn einfach quälen. Also wenn das nachher nützlich machst, ja, wenn du das zum Beispiel Pulebrust-Hühnchen mit Reis machst oder so, ja. Also ich darf jetzt einfach dieses Huhn aus Genussgründen, egal ob es jetzt für meinen Geschmack am Gaumen ist oder weil ich einfach gerne den Schrei aus seinem Mund höre, quälen. Weil ich muss ja keinen Respekt davor haben, also da brauche ich auch keinen guten Grund dafür, es zu tun. Aber also, du hast gesagt, ich muss keinen Respekt vor dem Tier haben. Das ist dir nicht wichtig. Also ist es ja der Grund, egal warum ich das Tier quäle. Du quälst Tiere. Du musst schon Tiere. Respekt haben von dem Tier. Du hast schon gesagt, ich soll die Tiere nicht respektieren. Das waren deine Worte. Danke, The Jinx. Da hab ich alles ausgedrückt. Also wir sollen Tiere respektieren, ja? Jein, hätte ich jetzt gesagt. Was heißt Jein? Wenn du Jein sagst, dann darf ich die Hühner quälen, weil ich muss sie ja nicht respektieren. Also respektieren, bis die einfach genug... Keine Ahnung, bereit sind zum Essen, sage ich jetzt mal. Okay, also wenn das Huhn breit genug ist, dann darf ich es quälen und muss ich es nicht mehr respektieren. Ja, auch, das kommt ja das Gleiche, wie hätte ich gesagt. Was? Du bist in einem Raum. Das ist das Gleiche, wie hätte ich gesagt. Du bist in einem Raum. Geschlossenen ja. Raum. Du ja. hast einen jetzt. Du hast jetzt einen Huhn in diesem Raum. Ja. Und das greift dich jetzt die ganze Zeit an. Du kannst den Huhn nicht beibringen, Respekt vor dir zu haben. Es hat keinen Respekt vor dir. Okay. Und jetzt erklär mir, wieso soll ich dann Respekt gegenüber geben, gegen ein Tier, wo mich die ganze Zeit angreift ja. und ich es nicht beibringen kann oder okay. es nicht checkt. Also das wütende Killerhuhn, ja. das würde ich auch abwehren, aber die Tiere, die du isst, ja. die haben dich ja vorher nicht angegriffen. Ja, aber auch. Die aber, sollte ich doch ja. respektieren, genauso wie ich deinen Körper respektiere, solange du mich nicht angreifst. Wenn du mich angreifst, werde ich dich ermorden. Dann werde ich dich nicht mal ermorden, dann töte ich dich einfach nur. Das ist ja kein Mord mehr, weil das ist kein niederer Beweggrund, sondern Selbstverteidigung. Aber die Hühner, die haben dir was getan, die du isst? Das letzte Poulet, was du weggefressen hast? Das Huhn hat dich angegriffen? Nicht weggefressen, nicht weggefressen. Hast du weggefressen? Ja, Menschen, die sich an schwächeren Tieren vergehen und sie dann in ihren Mund stopfen, sind Tierfresser. Ganz einfach. Also da brauchen wir gar kein schönes Wort dafür verwenden, wenn du ihren Leichnam in dein Gesichtsloch stopfst, dann frisst du ihren Körper barbarisch. Barbarisch. Das hat nichts mit zivilisiertem Zusammenleben zu tun. Wann haben dich also diese Hühner, die man angeblich respektieren soll, außer sie greifen dich an, angegriffen? Kann ja sein, kann ich ja nicht wissen. Ja, aber dann kann ja sein, hast du keinen nicht. Grund, sie anzugreifen und sie umzubringen, wenn du nicht weißt, dass sie dich angegriffen haben. Aber sie, ja wissen, du hast sie angegriffen, du hast ihren Mord in Auftrag gegeben. Du weißt ja... Ich habe nie einen Auftrag gegeben. Weil die Konsequenz deines Konsums, wenn du Leichenfleisch konsumierst, wenn du das kaufst, wenn du Muttermilch kaufst, ist Mord und Sklaverei an Tieren. Das ist die Konsequenz daraus. Das gibst du in Auftrag. Nee, eigentlich nicht. Okay, wenn du ein Stück Fleisch kaufst, was macht denn dann der Supermarkt? Geld verdienen. Ja, und der will dann ja mehr von dem Fleisch verkaufen. Also was macht der Supermarkt? Was ist die Konsequenz daraus, wenn du Fleisch kaufst oder Milch?
Keine Ahnung, ich arbeite nicht in so Firma. Okay, aber du kannst es dir vielleicht trotz deines sehr minderen Intellekts vorstellen, dass der Supermarkt dann höchstwahrscheinlich zu einem Bauern gehen muss und dort mehr von diesem Produkt bestellt. Jetzt unterbreche ich dich mal. Ne? Also das mit Intellekt kannst du sofort aus deinem Mund nehmen, nett gesagt. Nein, absolut nicht. Ich finde, du hast genügend Beweismaterial für diese Aussage bisher geliefert und du kannst mir gern das Gegenteil beweisen, statt hier einfach nur auf beleidigtes Snowflake zu machen. Wenn du im Supermarkt ein Stück Leichenfleisch kaufst, dann gibt der Supermarkt beim Hersteller, beim Bauern, bei der Industrie eben in Auftrag, ein weiteres Tier zu versklaven. Also, angeblicher Einstein, verstehst du jetzt, die Konsequenz deines Konsums ist Auftrag von mehr Tiersklaverei, von mehr Tiermord? Wenn ich Rosalindes Körper kaufe im Supermarkt und das nehme ich aus dem Regal raus, dann sagt der Supermarkt, oh, das Regal ist leer, aber ich will wieder Geld daran verdienen, dass da etwas im Regal steht. Was stand denn da vorher in dem Regal? Ja, ist das mein Tierleichenfleisch. Na gut, dann wende ich mich jetzt an meinen Bauern und der Bauer heißt... Bauer Troll, zu Ihren Diensten. Ich stelle leckeres Tierfleisch her. Was wollen Sie? Ja, hallo, Herr Bauer. Also mein Supermarkt, der verkauft Tierleichenteile. Hm, lecker. Und der Kunde hat das gerade gekauft und das Regal ist jetzt leer. Ja, ich habe da eine Lösung. Und zwar, wir können mehr davon machen und mehr verkaufen. Wow, und was heißt das? Was machst du dann, damit ich wieder Produkte von dir habe, die ich in meinen Supermarkt legen kann? Also, ich nehme wieder ein Schwein und das befummel ich dann ganz viel hier hinein und dann mache ich mehr von diesen Schweinen und habe ich ganz viele Tiersklaven. Okay, und dann, wie entsteht dann die Ware, die ich kaufen kann? Naja, und dann nehme ich die Schweine mit 6 Monaten und dann sperre ich sie in eine Gaskammer und dann behaupte ich, dass das eine adäquate Betäubung ist und dann schneide ich ihnen ihre Kehle auf und dann verkaufe ich ihr zersäbeltes Fleisch als Produkt. Das finde ich großartig. Hand drauf, das machen wir jetzt. Super! Das ist schön, mit ihnen Geschäfte zu machen. So, jetzt erklär jetzt mir bitte. Bevor du wieder Low IQ Aussagen von dir gibst, jetzt habe ich mit dem Bauern die Konsequenz deines Konsums in Auftrag gegeben, dass er mehr davon herstellt, damit du am nächsten Tag wieder Leichenfleisch kaufen kannst. Und deswegen bist du mit dafür verantwortlich, und zwar sehr direkt, dass diese Mord und Sklaverei an Tieren passieren. Jetzt bist du verwundert, weil ich das Wort Gaskammer gesagt habe, oder? Also willst du mir erklären, wieso Tiere anscheinend jetzt vergast werden? Das will ich jetzt erklären. Ja, es werden in Deutschland alleine, aber auch in der Schweiz, soweit ich weiß, weil das eine der Hauptbetäubungsmethoden ist, neben der Elektrozange, werden Tiere vergast. Nicht nur Schweine, sondern auch Truthähne, Hühner, Mäuse in der Laborforschung. Das ist eine der Hauptbetäubungsmethoden, keine Ahnung, in Anführungszeichen, in Deutschland und in der Schweiz auch, ja. Warum lachst du so? Ich findest du Gaskammern lustig? Also da wird kein Lachgas verwendet. Ich weiß nicht, warum du kicherst. Hey, jetzt gehen wir nicht so weit, Kollege. Ich bin von Polen, ne? Ja, und deswegen steckst du Schweine in die Gaskammer? Also wie hat das was da? Ich stecke die Schweine nicht in Gaskammer. Jetzt verwechselst du das alles wieder. Ja, also wenn du Leichenfleisch von Schweinen jemand oder Hühnern das oder Truthähnen... Ja, okay. Wenn ich deine Mutter nicht esse, aber jemand sticht sie ab, ich esse jetzt deine Mutter und ich habe sie nicht getötet, dann bin ich ja trotzdem dafür verantwortlich, oder? Okay, wenn du mich nicht ausreden lässt, ne, und du greifst immer das IQ an. Ich bin sicher, dass ich höheres IQ als du habe, weil ich höhere Ausbildung als du habe. Ich bin sehr unsicher, dass das jetzt eine korrekte Aussage war, aber gut, es besteht natürlich immer die Möglichkeit. Ich finde auch nicht gut, dass du die ganze Zeit gegen IQ des Menschen gehst, ne? Das kannst du ja nicht wissen. Ich finde es gut, dass du gegen Tierkörper bist, nur weil du behauptest, dass sie kein Brot schneiden. Also mein Mitleid hält sich bei dir wirklich in Grenzen. Und wie gesagt, du kannst mir jederzeit beweisen, wie hoch dein IQ ist, unabhängig wie hoch dieser ist. Also wenn du das so ernst nimmst, dann merkt man einfach, dass du einfach sehr schlecht unterwegs bist als Mensch, ne? Also ehrlich. Okay. Alles klar. Sagt der Mensch, der Tiere in Gaskammern treten lässt, um sie zu fressen. Also, wenn man das nicht mit Menschen machen darf, was du gerade ganz schlimm fandest, du zahlst dafür, dass das jemand in deinem Namen macht. Und allein, dass du diese Konsequenz in deinem Kopf nicht verknüpft bekommst, spricht mir nicht gerade von einem hohen IQ. Ja gut, dann macht das jemand anders für mich. Kauft meine Mutter halt das Fleisch ein. Okay, aber du gibst es zu, dass das in deinem Namen passiert.
Nee, dann macht das halt meine Mutter ihren Namen, wenn sie ja das Fleisch holt, oder nicht? Aber du konsumierst es und deine Mutter kauft es wegen dir nicht. Wenn du ihr sagen würdest, hör auf, das zu kaufen, ich will das nicht essen, ich werde es nicht essen, dann wird sie es in deinem Namen auch nicht mehr kaufen und du gehst auch ganz normal mit deinen Freunden Döner essen, nicht wahr? Nee, Döner, nee. Okay, du gehst ganz normal in Restaurants, auch ohne deine Mutter, oder hältst du jeden Tag ihr Händchen, während ihr ins Restaurant essen geht? Nee, ich gehe selber ins Restaurant. Richtig, das hat also nichts mit deiner Mutter zu tun, ob in deinem Namen Tiere am Schlachthof stehen oder nicht. Ja, aber du hast jetzt gesagt, ein Beispiel wegen Fleisch einkaufen, nicht in ein Restaurant gehen. Also musst du jetzt nicht sagen, dass ich meine Mutter ihre Hand hebe, zum Restaurant gehen. Oh. Ey, du hast so schlechte Argumente. Fang einfach an, Fleisch zu essen, ehrlich. Wird dir gut tun. Fleisch ist gesund. Hühnchen mit Reis am besten. Jemand hat mir neulich gesagt, gegen dumme Menschen argumentieren ist so wie gegen eine Taube Schach spielen.